Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenogears. Wir befinden uns immer noch in Nordhune, allerdings in einem komplett anderen Abschnitt, und zwar im A-Block, im sogenannten. Denn es ist uns in der letzten Folge gelungen, das hiesige Turnier zu gewinnen. Wir sind jetzt quasi Champion, ja, und haben damit die Möglichkeit, uns hier frei zu bewegen. Und ja, müssen uns jetzt nicht mehr irgendwie zurückdrängen lassen und ja, sind jetzt bei den D-Block-Leuten gefangen, wo sich ja angeblich, so erzählt man uns hier oft, immer der ganze Abschaum der Stadt aufhalten soll. Aber naja, wir haben da nette Leute getroffen, wir haben hier nette Leute getroffen, wir gucken mal, was hier noch passiert. Hmm, that young one over there, it's a shame to keep him a private, but that one over there has been sitting there all this time, who is he? Da fragst du genau die richtige Person, ich sehe euch ja alle zum ersten Mal. Now we're training for the Kaiser Sigma Defense Parade, and hey, who are you? There are a lot of high officials in this room. We want to impress them and get promotions. So beat it. Now start again. Hey, out of the way. Naja, ich wollte euch hier gar nicht großartig aufhalten, aber ich wollte mit ihmchen hier noch schnacken. No matter how much I sleep, it's not enough. I still feel weak. The more I sleep, the more lethargic I get. They say sleep makes strong children. Is that true? Ich weiß es nicht. Also wenn dem so sein sollte, dann werde ich höchstwahrscheinlich eher zu den weniger Starken gehören. Hallo? Lässt du mich jetzt vorbei? Ich bin in der letzten Folge einmal schon fast festgebackt und nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, ich muss jetzt hier warten, bis der wieder zurückläuft. Jawohl. Okay. Gut, dass wir uns kennengelernt haben. Wir werden uns wahrscheinlich alle nie wiedersehen, aber who knows? So, hier kommen wir jetzt auch noch nach oben. Wir sind soweit mit dem A-Block eigentlich fast durch. Damn, why is his rank higher than mine? Just because he's good at gear combat, I'm still his senior. Life isn't fair. What's so great about battlers? Damn it. Da habe ich beim letzten Mal, in der letzten Folge, auch schon den ein oder anderen Gedanken zu ausgesprochen. Hi, wer seid ihr? Probably doesn't want to lose to anyone else. Well, it doesn't matter to me. If you keep taking those people seriously every time, it's not going to be worth it. Da sagst du was? He's got too much pride. It's not like we've ever been overly proud of him. Okay. Ich weiß gar nicht, was das hier für eine komische Einrichtung sein soll, aber ihr arbeitet ja alle zusammen, oder? Wobei, nee, hier sind ja auch Betten. Wobei, der hatte, warte mal, als Barracks wurde uns das damals verkauft, ne? Ja, ja, ich weiß noch, da stand nämlich hier jemand vor der Tür und wollte uns erstmal nicht reinlassen, bis er dann erkannt hat, wer wir sind und was für einen Rang wir haben und alles und überhaupt. Gut, dann, ich klemme irgendwo fest und sehe nicht wo. Da kommen wir zur Doktorin, wo wir beim letzten Mal quasi über den Schornstein eingestiegen sind. Ich meine, dass wir jetzt mit den Gebäuden auch durch sind. Hat das Spiel gerade gelaggt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich weiß es nicht. Na gut, dann haben wir jetzt im Grunde genommen noch zwei Sachen offen. Und zwar einmal die Bar und einmal das hier. Ich werde ihm jetzt, glaube ich, erstmal die 5000 Ocken bezahlen, weil in die Bar müssen wir offiziell als nächstes. Ja, der Big Joe, der hat uns beim letzten Mal schon ein unmoralisches Angebot gemacht. Wollte dafür eine Menge Geld haben. Ich hoffe, dass es gut investiertes Geld ist, weil 5000 ist echt schon eine Hausmarke. Wir sind zwar ganz gut finanziell aufgestellt, aber es tut trotzdem ein bisschen weh. Ja, 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 komm. Ich traue mich jetzt nicht die ganze Zeit auf X zu bashen, weil ich Angst habe, dann wieder die richtige Antwort wegzudrücken. It's a bargain at... Ja, it's a deal. Hand it over. 5000, so viel Moneten. Transaction approved. The fun starts from here. Never fear, I'll be here. Okay. Ich habe echt ein bisschen Bammel vor dem, was jetzt hier auf uns wartet. That's right, straight ahead now. Das ist bestimmt eine Falle, ey. Wir werden jetzt bestimmt elendigst verrecken. What's with this? It's just a dead end. I sure swindled you. Ha ha ha. See you around. Hey, wait. Das ging halt automatisch weg. Puff puff, damn. Boy, is that guy quick at... Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich es hasse, wenn Textboxen einfach so verschwinden? Aber ich glaube, er wollte sowas sagen wie... Shit, ist der schnell, hätte ich dem gar nicht zugetraut. Irgendwie so. War das jetzt wirklich eine Trollaktion von den Entwicklern?
Ich glaube irgendwie nicht. Oder wir werden ihm bestimmt irgendwann nochmal über den Weg laufen und unser Geld hoffentlich zurückbekommen. Vielleicht sogar mehr. In manchen Spielen ist das ja so, ne? Da sieht das am Anfang so nach Strafe aus oder nach Fail und dann kriegst du am Ende das Doppelte und Dreifache wieder zurück. Hoffen wir, dass es hier vielleicht ähnlich verläuft. So, kann ich von hier aus mit dir sprechen? Nehmen wir uns auf die andere Seite des Tisches scheinbar. Hä? Hallo? So cute. Was? Was? It's too much for me. Don't you think so? Ich weiß nicht, was das gerade für ein Wort sein sollte. Das klang irgendwie niedlich. Oh, too cute. Ist da irgendwas im Käfig oder so? I heard there was a title match. Man, I could have shown off my graceful gear fighting and take down the infamous champ, but... When I reached the Empire, the tournament was already over. It seems I arrived after the infamous champ was already taken down. Ooh. Ich glaube, ich will ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass du den Kampf für dich entschieden hättest. Ach, guck mal, hier ist irgendwie eine Katze oder so auf dem Stuhl. Beziehen die sich darauf, wenn sie die ganze Zeit irgendwas von cute faseln? Ich weiß nicht. A jukebox, there's only one disc. See if it works. Ja. The disc seems broken. Och man. You know, the disc is broken. The box itself is as good as new. All we need is a new disc, so we can listen to it. Und lass mich raten, sowas haben wir wahrscheinlich nicht, oder? After being a mercenary for a way, I was going to make money at the Imperial Battling. But the battling's been stopped for now. It's too bad for me. Es tut mir leid. Soll ich dir einen Drink ausgeben? Ich gehe mal wieder auf Don't. Und wenn wir irgendwann mal eine Disc finden und dann die Möglichkeit haben, zurückzukehren, dann werden wir das tun. Excuse me, could you please move? You're in the way. Okay, okay. Was ist, wenn ich dich jetzt so nochmal anspreche? Out of the way. Excuse me, could you please move? Ja, 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 ja. Ich verstecke mich ja schon. Komm, ich will auch auf die andere Seite. Von daher profitieren wir beide von. If the enemy capital is called the Desert Fortress, then our Imperial capital, Nortun, would be the Fortress of Steam and Steel. That sounds pretty impressive, boss. Aha. Hast du sonst noch irgendwas beizutragen, außer deinem Chef zuzustimmen? Ey, guck mal, da liegt ein herrenloses Bier. Das nehme ich gerne an mich, wenn sich keiner drum kümmern möchte. Boss, my heart, please listen. Ja, wir hören's. I see, this is a surprise. It's that you've fallen in love with someone, haven't you? I am from Mole Tribe, but I've fallen for that Dragon Tribe beauty. Can a mole love another tribe? Achso, das war der falsche Stimme. I'll permit it. Do whatever you have to do. Whatever I have to do right now, I don't think I could. Okay, I will. We'll take it long, slow and imminently, right? Yes. Hä, ich komme mit den Stimmen durcheinander. Mir fehlt da irgendwie ein Bild oder ein Name, der irgendwie davor steht oder so. Kein Plan. Sorry, das war wohl vollkommener Murks. Hey, who are you? Me? I'm Child of the Dragon Tribe. In the Dragon Tribe, when you get older, you become something incredible. Of course, you know that, though. Nö, bisher noch nicht. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Irgendwie sieht der süß aus. Ich hoffe ja immer, weil du hast ja in vielen Spielen dieser Art immer verschiedene Rassen und so. Ich hoffe ja, dass wir von jedem Volk quasi mindestens einmal irgendwie ins Team bekommen. So, kann ich mit dem Barkeeper jetzt auch noch sprechen? Oh ja, stellt euch wieder alle so hin, dass hier wieder kein Mensch vorbeikommt. So, welcome to the White Cat. Make yourself comfortable and leave the cat alone. Excuse me, could you please move your... Achso, das ist der wieder. Ja, ja, ja. Hä, aber war nicht unsere Aufgabe, hierher zu kommen? Oh, gehst du mir auf den Sack? Ich kann mich doch hier selber kaum 2 Meter bewegen. Was willst du denn? So, ich habe jetzt aber mit allen geredet, oder? Und wirklich viel passieren tut hier... Nicht, eigentlich gar nichts. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr... Ey, warum... Okay, ich dachte, ey, der läuft jetzt in meine Richtung, wo keiner sitzt. Dann wäre ich ja mal dezent ausgerastet, glaube ich. So, komm, wir gehen jetzt hier raus.
Ach nee, wir müssen in diesen zentralen Bereich, in das Regierungsviertel quasi. Da müssen wir hin. Ja, ja, das konnten wir von außen auch anwählen. Da habe ich beim letzten Mal noch keinen Blick riskiert. Das werden wir jetzt aber nachholen. Und mal gucken, was da so abgeht. Und wie es da so aussieht. Und alles und überhaupt. Ansonsten stürmen wir auf die World Map und schmeißen uns vor den nächsten Gegner. Oh. Na, guck mal, das sieht hier schon wieder ganz anders aus. Hauptsache erstmal fett der rote Teppich ausgerollt, ne? This is the Kislev Sentry District. Only authorized person... well, if it isn't the battling champ Faye. The Kaiser's waiting! Okay, das ist gut. Please, come this way. Okay, jetzt bewegen sie sich auch von selbst. Ich glaube, ich weiß, wie es hier gleich aussehen wird. Ich glaube, das haben wir schon mal kurz in einer Cutscene gesehen. Also... Wenn wir es sehen, dann weiß ich, dann werde ich es auch direkt wieder erkennen. Was ich kann es gerade nicht erklären, was ich meine. No one's around. I thought so. Security has been light into Le Fay. Okay. Laufen wir hier geradewegs in eine Falle oder was? I suppose knocking on the front door's out. Ich würde nicht klopfen, einfach eintreten oder so. Guess I'll get in through that air duct up there. Wenn du da durchpasst. Okay. Das ist doch in der Regel immer ein eher schmalerer Schacht. Aber ich will Rico auch nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. This is the Central District. The Kaiser's room is up this elevator and up the West Wing stairs. Okay, hoch und dann nach Westen. Oh shit, hier ist aber noch ein paar mehr Ecken auszukundschaften. Komme ich jetzt wieder zurück, wenn ich lustig bin? Hä? Das ist aber nicht das zurück, was ich meinte. Und hier... Hä? Okay, einmal durch den Pufflichtgang. Ich wollte nur gucken, ob wir hier auch vielleicht irgendwie Rico quasi hinterherklettern können. Hier komme ich jetzt aber nicht mehr raus. Hey, will you be leaving? Oh. Come back anytime. Danke. Come by and visit us anytime, we'll be waiting. Na gut, hier scheine ich auf jeden Fall nichts weiter machen zu können. Hätte ja sein können. Initiating. Ah, okay. Werden wir erstmal dekontaminiert? Ich fühle mich gerade irgendwie hart an Dead Space erinnert. Aber gut, mach mal. Wenn es Voraussetzung ist, um hier weiter zu marschieren, dann lassen wir das natürlich über uns ergehen. Nice work. This is the Tactical Command Room. Okay, dann gucken wir mal. Klingt auf jeden Fall nach Sackgasse, deswegen stürme ich da gerne rein. Aha. Der Raum ist auf jeden Fall größer, als ich gedacht hätte. Und es gibt scheinbar keine angrenzenden Wege. Okay, dann rede ich mal erstmal mit den Leuten, die sich hier auch bewegen. Currently evades a puppet government. Ramses, a Gabler officer, is the one who holds the true power. Okay, das haben wir schon gemerkt an der einen oder anderen Stelle. Again, some pirates clashed at the border. Something serious happened there. Gott, was weiß, muss ich nur aufpassen. Wo ist denn der Typ, der gerade eben noch hier stand? Ah, das ist der, der jetzt hier rumläuft. Alles klar. Hier gab's aber noch mehr, ne? I'm doing some gear maintenance today at the dock, but there are only better gears. A lot of people go in and out without authorization. It's good money. Das glaube ich dir. Du so? I'm prepared to fight, even if I'm the last one. Ich glaube, deine Regierung ist sehr stolz auf dich. Kannst du bestimmt irgendwann Schulterklopfen mal abholen. So, können wir hier auf die Karte schauen? Ja, das scheint zu gehen. Ich weiß, wo wir sind. Irgendwo im Nordosten, glaube ich. So. Dann stehen hier noch Leute. Was betrachtet ihr da? What is the Kaiser thinking? Now's the only chance to strike it away. Du, ich kann auch nicht in seinen Kopf reingucken. This is the new battleship Goliath. With its completion, Avey and Solaris will have to submit to us. Uh-huh. There's some suspicious activity in Avey. They could attack any time. So, so. I saw your incredible gear in Subdog. What's it called? Das solltest du jetzt gerne wissen, ne? Das ist voll das Betriebsgeheimnis. Was zahlst denn? Eigentlich müsste ich dem jetzt 5000 abknöpfen für die Info, auch wenn er mir die nie zahlen würde, aber einfach damit wir die wieder reinhaben. Good, above us is the bridge, the Kaiser's room and other related facilities. Okay, gut zu wissen. Good job, on the right hand side, you can get to the third pathway in the basement. Dann guck
gucken wir uns das doch mal an, denn hier sind wir definitiv falsch. Wer weiß, was wir hier noch so Wundervolles mitnehmen können. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Ja. Was macht ihr denn hier? Hey, don't tell anyone I'm keeping a pet down here. I found him on the outskirts of Lahan, on the verge of death. But look at him now. Du bist ein toller Typ. Einfach einen Hund gerettet, obwohl er sich hier selber in Gefahr begibt. Oh, wenn ich könnte, würde ich dir irgendwie Danke sagen. Irgendwie. Oh, guck mal, wie süß der ist. Ich verpetze dich auf jeden Fall nicht. Du bist genau in den richtigen geraten hier. Oh. Hi. Was ist das denn hier für ein Hühnerstall? Warum haltet ihr euch hier Hühner? He was such a good guy. Who would I ever... Was? What am I supposed to say to his family? Hä? Kontext? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Was ist das denn hier für ein komischer Gang, Raum, was auch immer? Warum rennst du denn wie so eine besenkte Sau durch die Gegend? Stopp! Ja, someone catch it, it's tonight's dinner! Achso. Die haben sie wahrscheinlich nur für Eier und Fleisch und generell Nahrungsmittelversorgung hier. Aber so richtig einladend und hühnchenfreundlich sieht das da nicht aus. Nicht mal Stallcharakter. Ganz komisch. Is that old man in charge of the railway in D-Block still there? I owe him a big favor. Tust du das? Dann solltest du mal gucken, dass du dich schleunigst mit ihm in Verbindung setzt. Ich spiele heute nicht Mittelsmann. So, warum kann ich... Ah, ich kann springen. Ich kann springen. Ich kann springen. Guck mal hier. Kann trotzdem nicht mit dir reden. Obwohl... Doch. Damn, why isn't it moving? How am I supposed to get the cargo out? If we move the crane up here, maybe we could use it as a step, so we can get in further. War das gerade eine stillschweigende Aufforderung in meine Richtung, den Kran zu bedienen? Is that old man in charge of the... Achso, das kennen wir schon, das kennen wir. Das ist der erste, mit dem wir gerade hier gesprochen haben. He's back, I know it. But his soul's not. Or his hands, legs, it's horrible. Ich weiß nicht so genau, von wem ihr sprecht, aber... ihr werdet schon wissen, was ihr da erzählt. Wer bist du? Du siehst auffällig aus. Oh! Warte mal, ich mach mal hier erstmal nichts. The crane is out of order. Once it starts moving, it won't stop until it hits something. It will move by that panel to the left, but you'll only be able to move it left or right. Du, manchmal bin ich auch ganz froh, wenn ich nicht zu viel Auswahl habe. Warte mal. Ich glaube, ich habe jetzt hier mit allen geredet. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf. Und dann switchen wir das Ganze mal an. Und gucken, was passiert. Ob ich da mit dem Typen da auf der anderen Seite helfen kann. Oh, da ist eine Kiste oben. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkommen soll. Warte mal. Ich müsste ja hier irgendwie noch anderes Zeug bewegen können, oder? How am I supposed to get the cargo out? If we move the crane up here, maybe we could use it as a step so we can get in further. Kann ich da irgendwie hochklettern? Das sah gerade so ein bisschen so aus, ne? Aber das habe ich auch nicht das erste Mal. Ich muss hier irgendwie auf den Kran hoch. Aber ich wüsste nicht, wie das am besten funktioniert. Wobei... Oh ne, jetzt sag mir nicht. Oh, warte mal, von hier? Doch, von hier komme ich dahin. Und nun? Jetzt sag mir nicht, dass man von hier aus... Okay, warte, jetzt bin ich verwirrt. Man da irgendwie rüber? Das sieht irgendwie fast machbar aus, ne? Aber ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen. Nein! Hä? Ich bin da! Ich bin doch drauf! Ah! Nein! Jetzt war ich... Boah! Ich komme ja mit dieser Friemelsteuerung so überhaupt nicht zurecht. Okay, oh, es ging. Irgendwie habe ich das Gefühl, als sollte man das nicht auf diesem Weg machen. Aber, oh, ich war drauf. Ich bin einfach... nicht imstande, die Ruhe zu bewahren, wenn irgendwas gut funktioniert und werde so richtig hart zum Grobmotoriker.
Jetzt schaffe ich das natürlich nicht mehr. Jetzt sieht das so ganz weit weg aus. Jetzt bin ich nicht mal... Doch, doch, jetzt. Nein. Ich habe auf jeden Fall jetzt die Kiste geöffnet. Ich habe mich da jetzt schon wieder so ein bisschen festgebackt und einfach mal auf X gedrückt. Und wir haben bekommen, was wir bekommen wollten. Okay, jetzt habe ich dem Typen zwar nicht wirklich geholfen, glaube ich, aber wir haben die Kiste. Die mir irgendwie gerade fast wichtiger ist, auch wenn das ein bisschen egomanisch klingt, aber... Ja, okay. Nee, komm, gehen wir. Genug Stress für heute gehabt, das war gerade spannend. Ja, so, wo sind wir jetzt? Achso, warte mal, jetzt bin ich hier wieder in diesem komischen Raum. Hier gab es noch eine weitere Tür. Das ist jetzt aber auch die einzige noch, ne, in die Richtung, genau. Gucken wir mal. Es wird nur noch ein Raum voller Schweine oder Kühe oder so. My daddy went to war. I wish he'd come back. Es tut mir sehr leid für dich. Ich drück die Daumen mit dir. Hey, do you know anything about the battle in Lahan? No one's telling me anything. Here, come back. I know he will. Oh, du bist eine Dame, ne? Hat dir schon wieder eine viel zu männliche Stimme gegeben. So busy, busy. A war? It's war all the time in here. We're undermanned here. Das kann ich mir vorstellen. Ah, guck mal, hier steht sogar... Irgendein Tier, was klingt, als würde es Moon. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich eine Kuh sein soll. Ich bin mir nicht sicher. Aber mit Sicherheit, ja. I'm hungry, hey, keep your hands off that food. Ah. Wer hat das denn gerade gesagt mit dem I'm hungry? Waren wir das? There's nothing of any use. Man kann hier in diesem Raum gerade mit außerordentlich vielen Dingen interagieren. Aber, nee. Ergibt weiter keinen Sinn. Deswegen gehen wir jetzt raus. Wir wissen auf jeden Fall, wo die Nahrungskette hier oder die Nahrungsversorgung viel eher hier anläuft. Ich wette, wenn die den Hund hier finden würden, würden die den auch eiskalt verarbeiten zu irgendwas Essbarem. Wenn ich könnte, würde ich den mit rausnehmen und dem irgendwie einen anderen Besitzer übergeben. Aber ich wüsste jetzt so spontan auch nicht, wer. Wer sich dafür bereit erklären würde. Aber gut, gucken wir erstmal hier. Ich muss nicht mal eine Etage auswählen? Praktisch. Kann ich wenigstens nichts falsch machen. Okay, ein Fahrstuhl, der seitlich fährt. Gibt's auch nicht alle Tage. Der hat ja eine interessante Route. Wenn der mal stecken bleibt, ne? Dann hilft uns ja hoffentlich trotzdem irgendwer aus der Patsche. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt als erstes in die richtige Richtung latsche. Ich gehe mal erstmal hier hin. Muss auch aufpassen, dass ich keine Tür übersehe. Das sieht mir aber auch sehr richtig aus. Hey, the train ought to be coming round now. Oh, gear maintenance. I quit that job. Why? I don't want to go to G Block. I got bad memories there. Anyhow, they'd send me back if they found out I made it this high up. Oh yeah. You were in D-Block, right? Hä? Okay, es klang auf jeden Fall nicht so, als wäre ich hier richtig, auch wenn der Raum so ein bisschen danach aussieht. Das erinnert mich aber auch an eine Szene, die wir mal gesehen haben. Ich glaube, das war sogar die, als wir Ramses und Myang das erste Mal irgendwo gesehen haben. Da sah der Raum sehr ähnlich aus. Never knowing when you may get a mission... Never knowing when you may get a mission can drive you nuts. If I knew it was gonna be like this, I would have stayed at the docks fixing gears. Tja, im Nachhinein ist man immer schlauer, nicht wahr? Actually, there was one survivor from Lahan, but he seems to be going through a mental breakdown. What happened there? Ich glaube, das willst du gar nicht so im Detail wissen. A gear decimated an elite unit of gears in Lahan. Is that so? Is that so? Hallo, ich will mit dir reden. I'm going on a mission soon. I may not make it back, but I'm still ready for it. Na dann. Dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. Oder bin ich hier doch richtig? Hä? Nee, warte mal. Ich guck mal erstmal, was die anderen Räume so anzubieten haben. So. Heißt ja auch nicht, dass wenn ich jetzt die richtige Route laufe, dass ich dann gar nicht mehr die Chance habe, mir danach die anderen Ecken anzuschauen. So, genau, oder was bewacht ihr hier? Sag bitte nicht, dass ich hier richtig bin. Oh, this is the Kaiser's wife's room. No one's been allowed in ever since she disappeared. Please leave.
Das verstehe ich natürlich. This is the Kaiser's wife's room, no one's been... Okay, die sagen jetzt hier das Gleiche. Ich versuche jetzt trotzdem mal kackendreist durchzurennen. Klappt nicht. Okay. So. Hier geht die Treppe nämlich nach oben und hier hätte ich am ehesten jetzt den richtigen Weg auch vermutet. Wir lugen mal kurz rein. Das ist der Raum, den ich meinte. Vorhin, als ich gesagt hatte, da kommen wir jetzt bestimmt hin. Dieser Orgelraum, die Orgel hätte ich schon ins Spiel bringen können, ne? Aber da sitzt auf jeden Fall der Kaiser, deswegen werden wir jetzt hier erstmal noch nicht hingehen. Das heißt, warte mal, die andere Ecke, die ist jetzt safe für uns. Also, hoffe ich einfach mal. Ich muss gleich niesen. So. Also, mit wem quatschen wir zuerst? Und wer ist der Heini, der da oben auf seinem Pseudothron haust? The Athos has been using a human rights movement to usurp political power. In a recent parade, there was an attempt on the life of the Kaiser. Fortunately, they failed, but we don't know when they might strike again. Ja, von der Parade haben wir auch schon gehört. Ever hear of a Red Gear? I hear it took out the Gebler unit. If only he'd be our savior. Ja, dieser sagenumwobene Gear, der hat unseren Weg schon das ein oder andere Mal gekreuzt. Teilweise auch in diesen komischen Rückblenden oder was das da war. The power of the Athos still exists as strong as ever in Kislev. But many ordinary citizens died trying to oppose the influence of the Athos. Okay. Kislev and Evay almost had a truce once before, but the relationship worsened due to Gebler. Why do you think we have a bridge here? Damit du doof lachen kannst? Kann ich mit dir auch reden? Ja. When will we be able to use our real power? Weiß ich nicht, aber ich glaube, das war auch eher eine rhetorische Frage. Gut, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Warte mal, ja genau, von hier bin ich gekommen. Dann gucken wir mal in diesem wunderschönen Orgelraum, auf jeden Fall die schönste Ecke hier, nicht nur wegen der Musik. Das sind so die einzigen Räumlichkeiten, die so ein bisschen Wärme ausstrahlen, ne? Sigmund made it this far on his own even after the loss of his wife. But not a day goes by that he doesn't think of her. It is so sad. Ja, das glaube ich. Deswegen sitzt er den ganzen Tag und spielt traurig auf seiner Orgel. Vielleicht können wir seine Wife ja finden. Wer weiß, kann ich hier irgendwas mitnehmen? View. Was? Oh, das hat sich aufgerichtet. Was bist du denn für ein Tier? Ich traue mich ja fast gar nicht, irgendwelche Prognosen aufzustellen, weil das irgendwie so komische... Das sieht immer nach komischen Kreuzungen aus. Who are you? I see, so you are Fay. Welcome. Danke, da unten ist eine Kiste. How do you know me? Excuse me, I am the Kaiser of Kislev, Sigmund. This may sound sudden, but would you like to join forces? I need your assistance. Oh, hi. Lange nicht gesehen. It's you, Rico. Not good. Coming again later. Mutant! Security! Arrest this intruder! He wasn't with you, was he? No. We weren't... Nee, wir sind tatsächlich nicht zusammengereist. Hoffentlich passiert ihm jetzt nichts. No. Down's no... Down's not good. I'll hide over there for now. Muss erstmal an den beiden vorbei, aber das packst du sicherlich. Hey, the Kaiser's calling you. What, is that true? Das glauben die jetzt einfach irgendeinem Fremden, oder was? Yeah. This door won't open for anyone except the Kaiser and his wife. Das halte ich doch für arg unrealistisch, aber okay. Ich meine, wenn hier jeder rein und raus kann und die einfach so gutgläubig sind... Oh, huh, what's this room? This smell. Erinnerung? I've seen this. Wann, wie, wo, was, warum? When was it? Ich weiß nicht.
Mother, why does Jenny have a father but I don't? Well, that is, your father is, so that's why... You have to rest. Now listen to me, your father is a great man. Someday you'll follow in his footsteps. Husten, husten? Mother, mother! Hä, wer ist das denn jetzt? Das ist aber nicht Rico, oder? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine Rückblende von ihm. Oder war er früher... I'm different from the other kids. Even my nails are long and look at my ears. Ist das jetzt der Kaiser? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie Rico eigentlich aussieht, aber ich dachte, es kommt von ihm, wie gesagt, irgendwas. No, no, it's not like that. Mio from across the road keeps saying I'm not human and that when I get older I become a demi-human. I'm not human? Then you're not my mother? No, I don't want that. Oh God, please, have mercy on this child. Get out, go away, you mutant child. Achso, das sagen die da draußen. Oh nein. Und die Mutter ist schwer krank, die wird jetzt bestimmt sterben. Here, listen carefully. From now on, you're going to be by yourself. Was sagt die Mutter? Mother, I'm... I'm... I am... Oh, er ist es doch. Ach, du Schreck. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich habe vorher noch nie so auf seine Ohren geachtet, aber... Is that kid me? My childhood memories I've forgotten. Aber trotzdem musst du ja auch in diesem Raum schon mal gewesen sein, ne? Wenn hier die Erinnerungen kamen. Why am I remembering this now? This room, that faint smell. Hey, you in there? Open it up! Das Lied im Hintergrund ist voll schön und mega beruhigend irgendwie. What are you thinking? Breaking into the central district? This isn't good. What? Forget about it. Forget about it. Tja, so schnell wird man wieder zum Team. Okay. Ich guck mal eben kurz, ob wir hier irgendwas machen können. Oh. Oh, Momento Locket. Was ist das denn? Items? Warte. Elfanana. Immer noch der geilste Itemname ever. Ich sehe es nicht. Bin ich blind? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade bekommen habe. Kein Plan. Hat das irgendwas mit Equipment-Zeugs gedöns zu tun? Guck mal eben kurz. Aber eigentlich würde das hier nicht so wirklich reinpassen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nervt mich, dass ich das nicht im Menü finde. Wahrscheinlich habe ich nur an den falschen Ecken gesucht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendein Gear-Part oder so sein wird. So. Außerdem habe ich mir das, was ich da in der Kiste aufgesammelt habe, auch noch gar nicht angeguckt. Das klang eher schon nach irgendwas Gear-seitigem, aber... Warte mal, ich kann ja theoretisch hier auch gucken. Equip. Und dann war da hier dieses Insulated irgendwas. Electric Damage Down. 30%. Wird in nächster Zeit vielleicht wichtig und sinnvoll, ich weiß es nicht. Aber noch werde ich das... Wobei, einmal muss ich nochmal ganz kurz ins Menü. Habe ich jemals bei Ricos Gear irgendwelche Anpassungen vorgenommen? Ich habe auf jeden Fall hier schon mal reingeguckt, weil wir zum ersten Mal seinen Frame HP gesehen haben. Ja klar habe ich mir das schon mal angesehen, weil wir in der Kanalisation ein bisschen miteinander zu tun hatten. Wo ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass es nicht gut war, ihn den Speedring abzunehmen. Und jetzt gehen wir wirklich ein letztes Mal in das Menü rein, weil gerade die ganzen Erinnerungen wieder zurückkommen. Das heißt, ich könnte... Ja, was soll ich ihm denn dafür dann aber abnehmen? Ich weiß gar nicht mehr,
was ich wodurch beim letzten Mal ausgetauscht habe. Außerdem habe ich auch gar keinen Speedring mehr. Der hieß doch aber, glaube ich, auch genau so, oder? Ach nee, warte mal, ich bin beim Gear. Ach, ich bin noch blöde. Das war bei den normalen Sachen, war das gewesen, genau. Dann kann ich ihm das jetzt einfach wieder anlegen. Wobei, ey, minus 2. Plus 1 Agilität, das ist so wenig. Das ist so wenig, aber das macht hier wahrscheinlich, hat das einen entsprechenden Impact am Ende. Ich lasse das jetzt erstmal so. Wer weiß, wie lange er überhaupt jetzt in unserem Team bleiben wird. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Kaiser. Wir haben hier, glaube ich, in diesem... Oh. In diesem ganzen Konstrukt auch noch keinen Speicherpunkt gesehen. Yo, how did you get in here? Nothing. I just came in through the entrance. Ridiculous. It shouldn't open unless it scans the right DNA. It couldn't open that easily. It was probably a malfunction. It doesn't matter. Arrest the intruder. The battling committee is after him for breaking his contract. Let them deal with him. Yes, sir. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Well, I'll be seeing you around sometime. Es tut mir leid, vielleicht können wir dich irgendwie retten. No, can't possibly be. That man was suspected of trying to assassinate me. The police are looking into the matter now. Well, I have some sudden matters to attend to, so if you excuse me, please tour the district at your leisure. Oh, and about my proposition, I'll be awaiting a positive response. Good day. Haust rein. Oh, was machen wir jetzt? Ich geh mal nochmal ganz kurz... Oh, DNA-Error. Oh Gott, ich dachte, ich habe jetzt irgendeinen Alarm oder so ausgelöst. So, wir gehen jetzt nochmal zum Herrn Kaiser. Und schauen, dass wir da auch die Kiste mitnehmen können, weil die will ich jetzt hier ungern liegen lassen. So, received night mail. Die ist auf jeden Fall komplett neu. Ich meine, dass wir noch nie die Chance hatten, die irgendwie anzulegen. Wo ist sie denn? Ich erwarte einen großen Sprung nach vorne. Plus 6. Ich glaube, damit können wir alle gut leben. Fey oder Saiten? Ich werde das mal Fey anlegen. Ja. Weil Saiten das eigentlich besser gebrauchen könnte, weil er generell eine niedrigere Defense hat. Aber egal. Egal. Irgendwann können wir bestimmt eh noch eine zweite kaufen. Metronome Piggy Bank. Stop the arm in the middle and you'll get money. Do it in a row, you'll get even more money. Stop the arm in the middle, okay. Ah, okay. This is your zero time longest run. Hä? War das jetzt schlecht? And you get money. Warte mal. Schon mal kurz nochmal gucken. Ah, 1G! Doch so großzügig. Nee. Ich glaube, auf diese Weise möchte ich mir jetzt kein Taschengeld verdienen. Sagt er irgendwas zu dieser riesigen, wunderschönen Orgel? Nee, tut er nicht. His wife was carrying a child when she left. Auch das noch. Oh, okay. If it were a boy, he would have been the heir. Ja, klar. Ja, es stellt sich natürlich die Frage, macht er sich jetzt Sorgen um seine Frau oder macht er sich jetzt Sorgen um seine Nachkommen, um seine Thronfolge, wie auch immer? Das wird er uns wahrscheinlich so genau nicht sagen. Sigmund made it this far on his own, even after the loss of his wife, but no, not at... Okay, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja, es ist auch irgendwie traurig, aber... Was willst du machen? So, ich hätte jetzt gern einen Speicherpunkt. Warum gibt's hier keinen? Oder habe ich den einfach nur nicht mehr auf dem Schirm? Ich weiß nicht. Und hier oben war auf jeden Fall keiner. Wir gehen mal wieder über diesen total freakigen Fahrstuhl wieder zurück. Und gucken mal, ob hier jetzt irgendwas passiert oder anders ist. Ich weiß jetzt nämlich leider schon wieder überhaupt nicht, wo ich jetzt hin soll. Wobei, vielleicht hätte ich in der oberen Etage wieder in diesen einen gut ausgeleuchteten Raum hingemusst. Wenn ihr wisst, welchen ich meine. Boah, das kann ich hier nicht speichern, oder was? Ich muss jetzt aus Zeitgründen aber nach diesem Part meine Aufnahmesession beenden und will das nicht alles nochmal spielen. Warte mal, was war denn hier nochmal in dem Raum?
Achso, hier sind wir in den Keller gekommen. Na gut, speichern konnte ich da aber auch nicht. Okay, ja, dann nützt das alles nichts. Oder ich lasse die Konsole wieder über Nacht laufen und setze mich da morgen nochmal ran. Keine Ahnung, ich gehe mal kurz raus und gucke, was passiert. Boah, warte mal, ey, es ist alles gar nicht so lange her, aber... irgendwie weiß ich schon wieder gar nicht, wie das hier alles aufgebaut war. Lassen die mich jetzt tatsächlich wieder zurück? Him, I should have been able to get that information by now. Let us go check out the Wildcat. Ah, okay. Das ist gut. Da muss ich nämlich in den nächsten Part nicht starten, ohne zu wissen, wohin eigentlich. The meeting place was the Wildcat, a bar in the civilian area, was it not? Well then, let us go. Das machen wir. Das machen wir. Bro, with these ears, I picked up the latest information on your gear. Hehe, I've pinpointed where your gear is, bro. Ich dachte, das erzählt sie uns erst, wenn wir am Treffpunkt sind. Hold on a second. Don't you think it's dangerous to talk about that stuff around here? Huh? What's with you, bro? I have info on your gear. What the? Uh-oh. I will explain later. Just move it, okay? Wait, bro. Dog? Satan? Where are you going? Hey, are you listening? Wait! Bitte geh jetzt nicht automatisch ins Wildcat. Okay, hier wollte ich sowieso hin, weil ich hier speichern kann. Sorry about this. There was nowhere else we could talk about it. No, it's okay. I haven't been able to see Hammer in a while. Sis, you didn't forget about me. I'm so touched. Alright, Hammer, so tell me where my gear is. Huh? Oh, yeah, the gear. I almost forgot. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vorher den Part schon beendet, ne? Aber ich dachte, wir müssen jetzt in Wildcat gehen. Warum sagt er das denn, wenn wir jetzt eh hier alles schon abklären? As the dog predicted, bro, your gear has been moved to another dispatchment dock. So where on earth is Wild Eye? Not on earth, but under the earth. It's in an underground dock in D-Block. I've checked into it and found out that there are two routes we can use to sneak inside. The first one requires us to enter via the Battling Arena grounds. Well, there's no way we can sneak in via the Battling Arena. What's the second? The second way is a little dangerous, as it involves the supply train tunnel. You have to get into the tunnel's ducts and follow them right through till they lead to the docks. But I couldn't find out the duct's layout, sorry bro. Oh, that tunnel, huh? Well, now that we have the bomb problem off our necks, we might be able to make a go of it. Yes, but we are still left with not knowing the times that the trains pass by on. Will a supply train pass by at a time that is of any use to us? Not all of this has to be decided now. Let's take our time and plan it carefully. Firstly, Hammer, I'm sorry to put you out, but could you find out the days and times that the supply trains operate on for us, please? I get right on it, bro. Well then, I'll be off. Wo sehen wir uns wieder? Bitte gib mir einen Hint, wo ich als nächstes hin muss. Shall we return to D-Block for now? Das ist schon mal gut. Das grenzt es zumindest ein bisschen ein. Das ist schon mal super. Gut, ihr Lieben, dann werde ich mich jetzt hier in diesem stillen Kämmerlein von euch verabschieden. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten. Wir werden beim nächsten Mal den D-Block dann unsicher machen und hoffentlich da unsere Hauptstory weiter voranbringen können. Ja, und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!